So, heute mal wieder ein ganz klassischer Vlog, weil meine Bastelzeit nämlich jetzt auch vorhin zu Ende ist. Jetzt fängt nämlich wieder die normale Arbeit an, wobei ich am liebsten noch irgendwie in die Karibik fliegen würde. Es ist mir doch noch ein wenig zu kalt momentan und heute haben wir ein Richtfest. Zum Glück nicht so weit, also müssen wir auch nicht so weit fahren. Auch nichts Dramatisches, aber wir haben es kurz nach, wir haben es 4 Uhr. 4 Uhr und es wird schon wieder dunkel, ey. Unfassbar. Dass wir endlich mal wieder Sommer haben oder Frühling. Wobei ich ja eigentlich, das ist ja Meckern auf hohem Niveau, ich will ja eigentlich nur wieder normale Temperaturen haben. Ich hätte mal wieder normal durchatmen und ohne Handschuhe arbeiten kann. Und da ich jetzt gerade sowieso hier fahre, kann ich dann mal gucken, ob mein Werbefahrrad überhaupt noch steht. Und ja, da steht es noch. Alles so wie gehabt, wie es sein soll. Jetzt aber hier, oh, Feierabendverkehr. Leute, Leute, Leute. Schnell weg. Nein, der hinten ist so voll. Oh. Manchmal wünsche ich mir, ich könnte im realen Leben auch mal vorspulen oder so eine Zeitraffer machen. Das würde wahrscheinlich vieles vereinfachen. Und ich glaube, so ein Knöpfchen zum Vorspulen, das wünscht sich einer fürs richtige Leben wahrscheinlich, wünschen sich wahrscheinlich viele. Denn so wie jetzt gerade eben dieser Weg hier, wo ich normalerweise 5 Minuten verbrauche, habe ich fast eine halbe Stunde verbraucht. So, jetzt bin ich ja mal gespannt. Ich hoffe, ich bin jetzt hier richtig. Denn ich habe nämlich keinen Bock. Ah, sieht so aus, als wäre ich richtig. Yippie! Mir wird gewunken, das ist schon mal gut. Wenn ich jetzt noch weiß, wo ich hin muss, umso besser. So, also Richtfest ist es in der Tat. Da ist das Haus, was gerichtet wird. Und da sind auch schon die Leutkes. Jetzt muss ich mal eben warten, bis wir gleich wissen. Jetzt habe ich gerade die große Rede schwingen und Baum aufhängen und so. Kranz, wie man da oben sieht. Da oben Kranz hängt. Der Zimmermann ist ja auch gerade am bla blub bla blub machen. Und dann können wir gleich hoffen, dass wir da gleich den Imbisswagen irgendwo platzieren, wo er hin soll. Jetzt kommt der letzte Nagel, wird gerade eingehämmert. Wer sich jetzt fragt, was das soll, bei dem letzten Nagel geht es darum, dass man alle 20 Schläge einen Schnaps trinken muss oder wenn man daneben haut. Und die sind jetzt gerade bei 50 angelangt ungefähr. Also die Flasche kann auch geleert werden. Mitternacht. Oh, durchgefroren bis ohne Ende. Oh, kannst du irgendwann anziehen, was du willst. Irgendwann zieht die Kälte überall rein. Da kannst du machen, was du willst. Geht nichts. So, jetzt räumen wir auf eine Wanne. Schnauze voll für heute, obwohl es heute auch gar nicht so spannend oder naja. So dramatisch war es halt gar nicht, aber irgendwie habe ich jetzt keine Lust, weil ich durchgefroren bin. Habe ich noch was vergessen? Weiß ich nicht. Keine Ahnung. Machen wir im nächsten Vlog. Und ciao. Oh nein. Jetzt habe ich fast Dschungelcamp fast verpasst.